So Leute, willkommen zu meinem neuesten Video. Heute habe ich mal ein neues Handy bestellt und zwar einen Z. Wie war das nochmal? Samsung Galaxy Z 4, Flip 4 meine ich. Und in der Farbe Gold. Das sieht jetzt so aus. Das kann man knicken und dann auch wieder aufmachen. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Wir machen zusammen auf jetzt. Und ja, es hat leider kein Akku dabei. Und Samsung packt leider auch kein Ladegerät mehr. Die packen jetzt nur noch so. Was bringt mir das? Nix. Auf jeden Fall ist der Box hier. Das kann bis zu 30 Minuten lang unter Wasser. Sieht echt geil aus. Mit dem Samsung Shift hier mit 256 Speicher, Leute. Das heißt, ich kann jetzt länger Videos drehen. Ja, also wenn ihr fragt, nervt der Knick irgendwann? Man gewöhnt sich daran. Ich habe mich schon jetzt gewöhnt, muss ich ehrlich sagen. Es ist vorhin angekommen. Das hat auch hier eine kleine Display, aber das kann ich jetzt nicht aufmachen, weil es keinen Akku hat. Leider. Auf jeden Fall kann es bis zu 30 Minuten lang unter Wasser. Kamera ganz normal wie Handys halt. 1080p, glaube ich, oder 4K war das. Keine Ahnung. Das habe ich noch nicht nachgegoogelt, aber das könnt ihr ja selber googeln. Aber ich mute, dass es 1080p ist. Und ja, ich habe mir das jetzt bestellt. Mal schauen, wir drehen damit jetzt neue YouTube-Videos und so. Mal gucken, wie die Qualität und so ist. Ich weiß selber nicht, wie die Qualität ist. Ich habe schon die Audiofolie abgemacht, die drauf war. Auf jeden Fall, ja. Ist super gutes Handy, muss man zugeben. Da ist Dings. So sieht es geschlossen aus. Und so macht man auf. Ja. Kann man machen. Schönes Handy. Dazu kann ich jetzt auch nicht viel sagen. Ich habe das als Geburtstagsgeschenk bekommen. Ich weiß, mein Geburtstag ist am 18. November, aber meine Mutter hat schon mal jetzt bestellt. Und es ist endlich mal angekommen. Ich warte seit 3 Tagen auf das. Jetzt ist es angekommen. Der gute Stück, sage ich mal. Sieht echt super gut aus. So sieht es aus. Ich kann schon mal jetzt sagen, ich drehe das Video nicht zum Angeben oder so. Ich drehe das Video nur um Handy. Das ist eigentlich nicht mein Content, wisst ihr, Handys vorzustellen, aber ich stelle mal jetzt ein Handy vor, halt, wisst ihr. Kann man auch mal machen, neue Content-Idee. So sieht es aus. Kann man machen, ist schönes Handy. Preis, wisst ihr schon, also 128 GB kostet 750, 256 kostet irgendwas mit 1000 und 500, 509, wie viel war das? 551 oder so Speicher, ich weiß nicht, kostet dann schon 1900. Ich habe mir einfach 265 oder 56, wie viel war das nochmal? Hab's vergessen. Ja, ich habe halt einfach mit 256 Speicher bestellt. Sollte langen eigentlich. Finde ich, es sollte langen. Und ja, ansonsten habe ich nichts zu sagen. Schönes Handy. Das hat überall noch Audiofolien, ne Leute. Ich muss das noch alles abmachen. Egal, mache ich nach das Video. Und vielleicht kann man auch die Audiofolie sehen. Das ist so hier. Ja, in der Farbe Gold habe ich bestellt. So drehe ich dann die Videos, also so und so kann man halt dann auch zocken.
Ja, Akku sollte einen Tag ausreichen, haben die Mitarbeiter gesagt. Also ich habe mal nachgefragt und das, oder Google kann man ja auch nachfragen. Akku hält ungefähr einen Tag. Wenn ihr weniger benutzt, könnte der Akku auch 2, 3 Tage reichen. Aber ja, ich bin ein Typ, der jeden Tag stundenlang Handy guckt. Meine Arbeit ist ja übers Handy, deswegen ja, wird es bei mir wahrscheinlich halber Tag ausreichen und dann muss ich wieder aufladen. Ja, ansonsten sehr schönes Handy. Kann man machen. Kauft euch es. Ich empfehle euch. Eigentlich kann ich noch nicht sagen, ob ich es euch empfehlen kann, weil ich habe ja noch nicht selber benutzt. Das ist ja erst heute angekommen. Hier habe ich Box. Weiter kann ich nicht zeigen. Ja. So. Sehr schönes Handy, kann man machen. Ja, genug Infos habe ich gegeben. 30 Minuten lang unter Wasser kann man das halten, aber sollte man am besten nicht testen. Das ist ja nur für Notfälle ausgedacht. Ich glaube, 30 Minuten bei 1 Meter war das so, glaube ich. Ja, ich gehe ja eh nicht mit Handy ins Wasser rein. Ansonsten passt alles. Mal schauen, wie die Qualität von dem Handy ist, damit wir mal testen können. Das hat überall noch Schutz und so. Das muss ich alles noch abmachen. Ja. Wir gucken dann mal. So sieht es ungefähr aus. Wartet mal, ich muss mal Bild machen für das Video. So. Ja, also vom Preis her ist es nicht so günstig, aber kann man machen. Das ist Flip 4, Leute. Es gibt schon Flip 5 und ja, ich habe mir einfach das Modell 1 runtergeholt, weil wieso sollte ich Flip 5 holen? Kann man auch machen, aber ich möchte mal erstmal mit dem günstigen Modell mal testen, wie das Handy mit Knicken-Minicken ist. Ja, günstig ist es jetzt nicht, das kostet auch 1000 Euro, aber trotzdem geile Smartphone. Ja, genug angefasst. Wir machen mal wieder zu hier. So sieht es ungefähr aus. Der überall schon Fingerabdrücke, ne, wegen der, ja, egal. Später reinigen wir es mit Tuch, na klar. Ja. Ich verdeck mal so. Leute, wisst ihr, für was dieser Code ist? Keine Ahnung, für was dieser Code ist. Für das Modell, glaube ich, ne? Das ist bei jeder Samsung so, Digga. Ich habe mir 10.000 Samsungs gekauft. Überall war das drauf. Ich glaube, das ist aber der Samsung-Modell. Ich verdeck mal so Sicherheit. Weil man weiß ja nicht, man kann ja vielleicht irgendwas. Egal. Ja. Kann man machen. Das hat eine Mikrofon, Ladegerät, also das ist der Lautsprecher, Ladegerät, Mikrofon und hier oben sollte es auch Mikrofon haben, ja, hier. Auf jeden Fall sehr schmackhaftes Smartphone. Sieht jetzt bei ersten Blick sehr schön aus. Kann man machen. Ob ich weiterempfehlen kann, weiß ich noch nicht. Ich teste mal jetzt ein paar Jahre und danach sage ich euch, ob es sich lohnt zu kaufen. Weil, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ihr das kaufen sollt und am Ende ist es nicht so toll. Deswegen will ich nicht, dass ihr wegen mir jetzt was Falsches macht. Machen wir mal hier Audiofolie ab. Ja, ich sag mal, das war's mit dem Video. Passt auf euch auf, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, liked das Video, teilt es mit euren Freunden. Das war nur eine kurze Samsung-Vorstellung und passt auf euch auf. Ciao, ciao.